Wir sind mal wieder auf dem Punkt, wo ich mir einfach so denke, ich fick YouTube. Ich fick YouTube. Ich chill hier gerade, komm gerade nach Hause, setze mich so hier hin in meiner Jogginghose. So, was heißt, ich habe mich umgezogen. Ich gehe so raus, aber na komm. Zieh mir meine Jesus-Latschen an, meine Superman-Schuhe. Zieh mir ein paar Videos rein. Von irgendwelchen YouTubern, die ihre Fresse aufmachen bei etwas, was sie nicht angeht. Okay, ich bin jetzt gerade nicht besser, ich mache selber gerade meine Fresse auf. Aber ich möchte mit dem Video einfach nur die ansprechen, die dazu ein Video machen. Zu welcher Situation, zur März-Situation derzeit. Weil ich verstehe das nicht. Läuft bei euch so krass nicht, dass ihr eure Fresse aufmacht. Ich meine, ich bin selber ein Typ. Ich fick Pizza, ja. Was juckt mich das? 500.000 Abonnenten, ich laufe rum wie ein Penner. Ich verstehe das nicht. Warum machen die Leute ihre Fresse auf, wenn jemand seine Meinung sagt? Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich persönlich habe nichts gegen Schwule. Ja. Ich habe nur so Abschaumleute gegen wie von der Prinz, die sich absichtlich im Internet bloßstellen, um so beleidigt zu werden. Da wird auch zum Beispiel die Schwule werden auch ganz anders dargestellt. Und jetzt sage ich dir mal eine Geschichte. Mir wurde angeboten, ja, dass ich den Prinz selber fertig mache. Der Prinz hat mich mal darauf beschuldigt, beziehungsweise irgend so ein Manager von dem, so ein Kanacke, meinte zu dem, pass auf, der macht ein Video morgen. Oder wenn du willst, mach dir jedes Mal ein Video, du kriegst alle Rechte, ich habe alle WhatsApp-Verläufe, keinen Bock das zu suchen, deswegen sage ich dir das einfach, ob ihr es glaubt oder nicht. Meine zu mir, ich gebe dir 200 Euro, was gar nichts war, wenn du sagst, jetzt passt auf, beleidige den Prinz von vorne bis hinten am Monaco, obwohl das klingt auch schwul, egal. Von vorne bis hinten, sag zu den Leuten da draußen, ich kann jetzt von der Prinz das Video nicht zeigen, das wird er mich sperren, klickt auf den Link in der Beschreibung. Dafür werde ich 200 Tacken bekommen. 200 Tacken ist nichts. Warum mache ich sowas nicht? Weil ich bin ein neutraler Typ. So. Aber egal, spielt keine Rolle. Deswegen kann ich sagen, das, was Mert euch erzählt hat, ist real. Das ist kein Gelabere, das ist echt, Mann. Warum zieht ihr mit und macht ein Video? Klar, ich mache jetzt auch ein Video, aber gegen euch. Weil ihr macht eure Fresse. Was? Wer kommt, sagt, ey, öffne mal dein Maul. Wer, Digga? Wer? Ich bin selfmade. Seid doch selfmade. Zieht doch nicht mit. Ich verstehe das nicht. Deswegen sage ich einfach, ich fick YouTube. Ich ziehe mir jetzt meine Pizza rein. Ich hab mich sogar so gefickt, dass ich eine Pizza schon angefangen habe und bei dem nächsten Stück schon... Deswegen hasse ich YouTube. Weißt du, wir haben schon alleine da draußen solche Miguel Pablos, solche, wie heißen die, Superman Yarak oder wie die alle heißen, die machen so Videos, da chillen die in Chicken Wings und erzählen Stories wie, ja, ich habe so viel Patte gemacht. Das reicht schon auf YouTube und dann geht die Post ab, wenn einer seine Meinung sagt. Ich check das nicht. Alter, chillt doch euer Leben, spielt euch nicht auf. Und dann kommen irgendwelche Lutscher-YouTuber aus der Ecke und hetzen noch dagegen, weil bei denen gar nicht läuft. 2 Millionen Abonnenten, ein YouTuber, 300.000 auf einem Video. Bei dir läuft nicht, Bro. Bei mir läuft sogar krasser. Und ich scheiß auf sowas. Mittlerweile regt mich YouTube voll auf. Ich hab irgendwie Bock, mich beim Arbeitsamt zu melden, irgendwie arbeiten zu gehen, weil mich YouTube so aufregt am Tag. Alle, die jetzt dazu ein Video gemacht haben, zu der Sache, haltet einfach eure Fresse. Bitte. Haltet eure Fresse. Niemand will eure Meinung hören. Ich schwöre es dir. Klar, jetzt denkt euch auch, warum machst du ein Video dazu? Habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt. Ich mache jetzt ein Video gegen diese Pisser. Ich mache jetzt nicht ein Video darüber, ich mache ein Video gegen euch. Ich fick euch, Alter. Ich esse jetzt mal eine Pizza und mache mir eine Sucuk-Pfanne. Ich fick YouTube. Okay.